Wäre es nicht verdammt cool, wenn diese Hologramme alle real wären? Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich weiß, meine Haare sind kurz. Oh shit! Lol. Heute möchte ich mit euch über ein Thema reden, was mich die letzten zwei Wochen ziemlich beschäftigt hat. Und zwar möchte ich heute mit euch über Augmented Reality reden. Zu Deutsch heißt Augmented Reality erweiterte Realität. Die meisten von euch werden sich fragen, was Augmented Reality ist. Augmented Reality ist die Möglichkeit, unsere Realitätswahrnehmung digital zu erweitern. Das bedeutet zum Beispiel, durch ein Smartphone oder eine Brille lassen sich digitale Hologramme in unsere Welt projizieren. Das Ganze eröffnet natürlich verdammt viele Möglichkeiten. Und bevor ich dazu komme, was man mit Augmented Reality alles machen kann, was schon ziemlich krass ist, erkläre ich euch, wie das Ganze ungefähr funktioniert. Das wohl wichtigste Feature, um eine digital erweiterte Welt zu erschaffen, ist es, die jetzige Welt wahrzunehmen. Beispielsweise durch eine Kamera. Hat man das jetzt gemacht, muss man diese Welt erfassen. Ganz simpel gesagt wird das durch sogenanntes Tracking gemacht. Sagen wir jetzt mal beispielsweise, dieses Bild hier wäre meine Wand. Sagen wir, ich möchte jetzt auf diese Wand ein Hologramm von einem Video haben. Um dieses Video darauf zu projizieren, trackt die Augmented Reality Software diese Wand. Das Tolle ist, wenn diese Wand einmal erfasst wurde, folgt das Hologramm dieser Wand. Das heißt, es ist in der Realität drin. Es sieht so aus, als wenn es halt in der Realität wäre quasi. Und das ist nur die simpelste Form der Augmented Reality. Moderne Augmented Reality baut ein komplettes 3D-Modell von eurer Umgebung. Das Tolle ist, es gibt heutzutage, schon genau heute, gibt es schon unzählige Beispiele, was man mit Augmented Reality alles machen kann. Das wohl bekannteste Beispiel ist die Microsoft HoloLens. Die HoloLens ermöglicht es euch quasi, die Umgebung zum Betriebssystem werden zu lassen. Und diese Hologramme, die diese Microsoft HoloLens in eure Umgebung reinpackt, sind so verdammt realistisch. Das heißt, es gibt Kalender, es gibt alles mögliche an Hologrammen. Das Tolle ist einfach, dass es keine Zukunftsmusik mehr ist. Die Microsoft HoloLens soll nämlich voraussichtlich zusammen mit Windows 10 erscheinen. Man munkelt schon, dass Windows 10 Ende des Jahres rauskommen soll. Und jetzt überlegt euch mal bitte, was Augmented Reality auch für Spiele bedeuten könnte. Ein gutes Beispiel dafür ist das momentane Crowdfunding-Projekt Night Terrors. In diesem Spiel geht es darum, dass du mit deinem Smartphone durch die Wohnung läufst und durch dein Smartphone quasi eine andere Welt siehst. Dabei scannt dein Smartphone die Wohnung und projiziert neue Gegenstände da rein, wie zum Beispiel Monster, Horrorgestalten und andere Dinge. Das Krasse ist, dass dieses Spiel auch mit deiner Umgebung interagiert. Das heißt, es quasi zum Beispiel Bilder von den Wänden runterfallen könnten. Und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, dass diese Technik gerade erst so im Aufschwung ist. Das heißt, es wird richtig spannend, was man in der Zukunft alles mit Augmented Reality machen kann. Und falls du jetzt mal selber Augmented Reality ausprobieren willst, nimmst jetzt einfach mal dein Smartphone und suchst im App Store nach der App Aurasma. Das ist ein kostenloser Augmented Reality Browser. Um den Browser zu benutzen, hält man einfach einen Gegenstand vor die Kamera, der dann digital erweitert wird. Das funktioniert zum Beispiel mit einem 20-Euro-Schein. Das heißt, ihr nehmt jetzt einfach einen 20-Euro-Schein und haltet den mal vor eure Kamera. Und dann seht mal, was passiert. Ist auf jeden Fall schon ganz cool. Ja, Leute, jetzt würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr über diese Technik denkt. Schreibt es mir in die Kommentare und ihr könnt mir mal in der Bewertung zeigen, was ihr von solchen Laber-Videos haltet, in denen ich mit euch über Themen laber, die mich momentan interessieren. Ja, und ich würde sagen, das war's heute mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Haut rein, bleibt awesome, cheerio und tschüss.